Hallo, ich bin die Misha und ich zeige euch heute 10 Wege, wie ihr Sims 4 spannender machen könnt. Kennt ihr das? Ihr spielt so vor euch hin, habt ein Sim kreiert, habt ein Haus gebaut und spielt einfach so darauf los und irgendwie fehlt euch so der Sinn und der Reiz und ihr beendet relativ schnell das Spiel wieder, ehe ihr überhaupt richtig angefangen habt. Also hier ein paar Tipps, wie ihr das ändern könnt. Spielt einfach mal anders. Ihr erstellt jedes Mal eine wunderschöne Frau und wisst dann nicht mehr, was ihr irgendwann machen sollt, dann erstellt doch einfach mal einen Mann. Das bringt ganz viele neue andere Möglichkeiten. Oder statt einem wunderschönen Sim zu erstellen, erstellt einfach mal was Außergewöhnliches und guckt, wohin euch die Reise führt. Ich weiß, wenn ich das jetzt sage, kommen gleich die ersten Aufschreie nach dem Motto, wie kannst du nur? Aber spielt einfach mal ohne Cheats. Das ist eine unglaublich große Herausforderung für die meisten. Komplett ohne Geld anzufangen, ohne irgendwelche hilfreichen Bedürfnis-Cheats oder sonst irgendwas. Es ist eine Herausforderung und die muss man sich erstmal trauen zu stellen. Was mich zum nächsten Punkt führt, spielt einfach eine Challenge. Da ist oft das mit ohne Cheats mit beinhaltet. Es gibt so viele verschiedene Challenges. Wenn ich mal ein paar Challenges vorstellen soll, könnt ihr das auch gerne mal in die Kommentare schreiben und dann kann ich dazu auch mal ein Video machen zu den 5 beliebtesten Challenges, zu den 5 seltsamsten Challenges oder wie auch immer. Einer der beliebtesten Challenges ist die Rags to Riches Challenge, die 100 Baby Challenge. Und Sinn von diesen Challenges ist es einfach, den Spieler herauszufordern und ihn mal auf Wege zu führen, die er eventuell bisher noch nicht gegangen ist. Für die fortgeschrittenen Challenge-Spieler unter euch wäre es eventuell auch etwas, sich eine komplett neue Challenge auszudenken, die es so noch nicht gegeben hat. Ihr könnt verschiedene Spielemechaniken einbauen, bestimmte Bestreben, Jobs, äußere Facetten, Charaktermerkmale. Euch steht die ganze Sims-Welt offen und natürlich eurer Kreativität. Zudem finde ich es immer ganz besonders schön, wenn man einfach Geschichten erzählt. Überlegt euch ein Setting, wie zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern, die sich alleine durchschlagen muss, weil ihr Mann sie betrogen hat und für eine andere Familie abgehauen ist, oder ihr erstellt ein Zwillingspärchen, die sich irgendwie im Laufe der ganzen nächsten Jahre, also Sims-Jahre, wiederfinden müssen. Es gibt so viele tolle Ideen, so viele tolle Story-Ansätze. Dadurch könnt ihr auch gerne euch durch Videos, durch Filme, durch Serien, durch Bücher inspirieren lassen. Durch Träume, durch was auch immer erzählt, eine Geschichte. Passend dazu könnt ihr natürlich auch einfach Serien-Sims erstellen, durch aus eurem Lieblingsfilm, Lieblingsserien, Lieblingsbuch und die Geschichte bei Sims so zu Ende bringen, wie ihr sie in der Serie beispielsweise gerne gehabt hättet. Oder ihr shippt einfach euer Lieblingspaar dort oder ihr erstellt euch selber und taucht quasi in eure Lieblingsserie ein. Auch ein wichtiger Punkt ist, den man nicht vernachlässigen darf, seid kreativ. Probiert gerne Neues aus. Wenn ihr mehr so die Spieler seid, dann versucht es vielleicht mal mit dem Bauen. Die Bauer versuchen vielleicht mal was zu spielen, einen Sim zu erstellen. Einfach euren eigenen Horizont erweitern und schauen, was einfach dabei rauskommt. Oder ihr macht einfach was völlig Verrücktes und erstellt einen ganzen Haushalt voll und versucht die auf verschiedene Art und Weisen das Leben zu nehmen oder so. Seid verrückt, habt Spaß und spielt Schicksal. Ein Punkt, der nicht vergessen werden darf, ist natürlich Mods. Wir alle lieben Mods. Die PS4-Spieler unter uns haben natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass sie keine Mods nutzen dürfen, aber vielleicht kommt das ja irgendwann noch. Mods erweitern einfach so sehr das ganze Spielerlebnis, ob es jetzt Kleidungsstücke sind, Frisuren, obwohl das eher zum CC-Bereich gehört, Sachen für den Kauf- und Baumodus oder wirklich Sachen, die die Gameplay-Inhalte verändern. Da gibt es total niedliche Sachen für Generations-Gameplay, für Schwangerschaften, einfach so fürs Spielerlebnis. Mods, wo man die Sim-Kinder mit zur Schule begleiten kann. Es gibt aber auch extremere Mods, die wirklich Gewalttaten, Autounfälle und sowas beinhalten. Und nicht jugendfreie Mods, die ich hier an dieser Stelle nicht erwähnen möchte, aber einige von euch wissen garantiert, welchen Mod ich meine. Und sowas bringt natürlich auch nochmal was ins Spiel, was es so für den Spieler so ein bisschen individualisiert. Und wenn es dann einem wieder langweilig wird, dann holt man sich einfach den nächsten Mod.
und teilen ist Freude. Lasst gerne die Community an euren Spielgeschehen teilhaben über die sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook-Gruppen, oder ihr erstellt eine Facebook-Seite extra für euer Gameplay über Instagram, indem ihr Stories schreibt und so einfach comichafte Geschichten erzählt. Damit habe ich zum Beispiel angefangen und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Oder ihr erstellt ein Instagram-Profil für euren Sim und tut quasi so, als sei das wirklich ein echter Mensch. Das machen auch ganz viele und da gibt es wirklich so unglaublich schöne Bilder von. Oder teilt eure Geschichten bei uns auf unserem Discord-Server oder in anderen Discord-Servern, auf Twitter, auf YouTube. Dem sind da auch keine Grenzen gesetzt. Und durch dieses ganze Feedback, was man bekommt, durch die Ideen, die von außen dazukommen, macht das einfach alles nochmal so viel freudiger. Und der letzte Punkt, den ich hier auf keinen Fall vernachlässigen möchte, ist Videos schauen. Auf YouTube sind so viele Videos mit so vielen Ideen, Inspirationen und Geschichten. Und wenn ihr wirklich gar nicht mehr weiter wisst, schaut gerne auch Videos, gerne auch auf meinem Kanal. Da habe ich auch ganz, ganz viele Tipps und Tricks-Videos, Mods-Vorstellungen, Let's Plays mit ganz, ganz vielen Anregungen. Und ja, shame on me für diese Werbung. Aber ja, wenn euch noch andere Sachen einfallen, die das Gameplay einfach interessanter und spannender machen und die Langeweile so ein bisschen vertreiben, lasst sie unten gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann nochmal ein zweites Video darüber mit euren Ideen, wie man die Langeweile bei Sims 4 vertreiben kann und wie man alles so ein bisschen spannender und aufregender gestalten kann. Und ansonsten würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und über ein Abo, wenn ihr noch kein Abonnent seid und gerne weiterhin meine Videos verfolgen möchtet und so. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.